Luft halt auch sehr unterschiedlich klingt. Jetzt die Frage, wie holt man Luft? Es gibt nicht nur beim Didgeridoo-Spielen, das könnte man auch machen bei einer Trompete oder beim Saxophon, die Möglichkeit, durch die Nase einzuatmen, während gleichzeitig Luft aus dem Mund rausgepresst wird. Ja? Wenn ihr euch das vorstellt, ihr habt Luft im Mund, könnt ihr mit der Luft ein- oder ausatmen durch die Nase. Ja, das geht also ganz leicht. Genauso gut, gerade beim Einatmen kann man die Luft gleichzeitig rauspressen. Vielleicht so ein, zwei Sekunden, dann ist die Luft im Mund zu Ende, aber ihr habt genau in der gleichen Zeit eingeatmet und kurz bevor die Luft zu Ende ist im Mund, könnt ihr mit der eingeatmeten Luft in der Lunge wieder hinterher ausblasen, wie das jeder Bläser auch gewohnt ist. Somit gibt es keine Tonunterbrechung, während ihr einatmet, weil ständig Luft ins Instrument reingepresst wird. Ja? Ich zeige das mal mit dem Didgeridoo. Jedes Mal, wenn ich einatme, mache ich kurz. Dank der Atemtechnik übrigens gibt es eine Schweizer Studie, danke, die belegt, dass Didgeridoo-Spieler weniger schnarchen und auch weniger Atemaussetzer in der Nacht haben. Die Schlafapnoe wird durchs Didgeridoo-Spielen signifikant verbessert. Schweizer Forscher haben das herausgefunden, wenn ihr bei Google eingebt Schnarchen und Didgeridoo, dann kommt ihr auf das hochoffizielle Ergebnis. Liegt sehr an der Atemtechnik, die ich gerade eben demonstriert habe. Kommt her! Wenn euch die Musik gefällt, die ich hier mache, die ist so auf meinen CDs auch mit drauf. Jeweils 10 Euro, dann könnt ihr euch das so oft anhören, wie ihr möchtet. Ohne beide CDs zusammen für 18 Euro. Ja?